ようです。今日は満足じゃ。なかなかの妙策じゃ。お血祭りにあげましょうぞ。カチン、ドン、チン、ドン。Die Kämpfe sehen nicht so sehr beeindruckend aus als in dem Intro. Ja, 63 verloren. Ja, sehr gut. Da sich Awachi nun in eurer Hand befindet, könnt ihr in den Tempeln Mönche und Kriegermönche rekrutieren. Oh. Mönche konvertieren andere zum Buddhismus, inspirieren Armeen und beruhigen die Bevölkerung. Auch können sie eine feindliche Armee demoralisieren, Metzger konvertieren oder zum Ruhestand bewegen, eine Revolte anzetteln sowie die Chancen eines Bestechungsversuchs mindern. Ein Mönch steigert schon durch seine Anwesenheit den buddhistischen Glauben in einer Provinz und spioniert Feinde aus. Ah, die mit Stab und diesem Hut, das sind Mönche, okay. Ah ja, dies ist in der Tat ein verheißungsvoller Tag, mein Lord. Wir haben diese Mission. Okay. Schiffe können Landeinheiten zum Festland bringen. Wählt eure Armee und macht einen Rechtsklick auf eure Flotte. Macht nun einen Rechtsklick auf das Land, um eure Flotte dorthin zu bewegen und anlegen zu lassen. Dieser Vorgang verbraucht alle Aktionspunkte einer Runde. Moment. Hier. Da steht's auch. Mensch, okay. Dann hätten wir das bringen. Mir macht einen Rechtsklick auf eure Flotte. Macht einen Rechtsklick auf das Land. Erstmal sollten wir, glaube ich, die Flotte zerstören, oder? Erstmal möchte ich den hier umnieten. Umnieten vor allem, genau. Und? Oh. Weißt du, ein Mönch, aber ein ganzes Militärlager. Dass das jemandem auffällt? Okay, den muss er doch erledigt haben. Das hörte man doch. Zielperson gemeuchelt, sehr gut, ja. Dank seiner Stärke und Gerissenheit konnte unser Ninja das Ziel ausschalten. Ein Charakter hat Erfahrung erhalten und ist zu einem höheren Rang aufgestiegen. Ihr könnt nun eine Fähigkeit für ihn auswählen. Öffnet das Fenster des Charakters durch einen Rechtsklick auf sein Bild. Öffnet und klickt anschließend auf den Fähigkeitenbaum in der rechten oberen Ecke. Yukiyoshi, so heißt diese Ninja diesmal, okay. Dieser Ninja ist bereit, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, nachdem er die Beherrschung des Ninjutsu perfektioniert hat, indem er die Wünsche seines Lords ausführte. Er hat eine Rauchbombe geschmissen und ist somit ein Level aufgestiegen. Wir können uns nicht öffnen, das Fenster des Charakters durch Rechtsklick natürlich. Ah, Fähigkeitenbaum. Der Fähigkeitenbaum zeigt, wie Charaktere dazulernen und sich verbessern können. Jeder Fähigkeitenpunkt kann dazu eingesetzt werden, eine der vielen verschiedenen Fähigkeiten im Angebot auszuwählen. Fahrt mit der Maus über die Fähigkeiten, um Informationen über sie anzuzeigen, ehe ihr eine für den Charakter auswählt. Hm.
Skorpion? Saboteur? Es liegt eine gewisse Schönheit in Zerstörung und Flammen. Ja, kann man so bei Sabotage an Gebäuden? Espionage? Attentaten kommen. Mein Gott. Ah, so Surf kann man aktuell bei Attentaten. Okay, das ist ein scheinbar Punkt. Ah! Das ist okay. Tatsächlich, okay, das Gefolge. Gefolge anheuern. Hä? Windverkleidung. Ich bin ein Mann Gottes. Ich bin ein Mann Gottes. Du 10% auf die Chance, dass der Ninja bei einem Fehlschlag unentdeckt bleibt. Cool. Windverkleidung. Ja, und jetzt? Ah ja. Das war soweit, glaube ich, oder? Hier geht nichts weiter, nein. Gut. Finanzen, da ist es. Ah. So hier, ne? Okay. Wir kommen nächste Runde 36. Oh. Oh. Okay, jetzt sehe ich zumindest, wo das Ding ist. Und ich sollte vielleicht die Flotte hier lieber vernichten. Oh. Es ist knapp, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich einen Vorteil habe. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. Also, wie soll ich jetzt? Hier. Wie kann ich die Flotte reparieren? Nein. Oh, Mann. Na gut, ich warte mal eine Runde. Na gut, dann alle Mann an Bord. Mit einer Armee an Bord eures Schiffes könnt ihr es als Teil einer Invasionsmacht zur See nutzen. Schlösser und feindliche Armeen,
die sich nahe der Küste befinden, können von einem Schiff aus angegriffen werden, wenn deren Wirkungsbereich die Küste einschließt. Was? Nein. Wird ein Schloss oder eine Armee von der See aus angegriffen, kann der Verteidiger die angreifende Armee abfangen und bekämpfen. Entscheidet er sich dazu, nicht zu kämpfen, belagern die Angreifer sofort die Schlossstadt und die Verteidiger fliehen aus dem Wirkungsbereich des Angreifers. Hä? Nochmal. Dein Schloss oder eine Armee von der See aus angegriffen, kann der Verteidiger die angreifende Armee abfangen und bekämpfen. Okay, vermutlich mit Schiffen. Entscheidet er sich dazu nicht zu kämpfen, belagern die Angreifer sofort die Schlossstadt und die Verteidiger fliehen aus dem Wirkungsbereich des Angreifers. Ah ja. Aber du sag mal. Hä? Okay. Ah. Oh. Okay. Koe no itari ni zonjimasu. Ha, toro. Otsukare shimasu. Ich verstehe zwar noch nicht ganz, wie das mit dem Einheiten auf Schiff platzieren funktioniert, aber mehr keine Ahnung. Ich will keine Einheiten. Da geht nur eine Armee in eine Flotte rein. Oh, okay. Na, dann muss ich wohl warten, oder? Gut, dann warte ich mal. Ja. ピアノの冒険と栄光へ向けて。 Pyrosieg. Ja, gewonnen. Was ist denn jetzt so? Habe ich da nicht noch einen hier Agenten, genau? Nein, geht nicht, geht nicht. Ja. Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber naja.
Ich mach mal Rückzug. Ich warte mal. Ich warte mal lieber. Ist doch echt schwierig. Hi, Uesama! Hä? Die Überwachung einer Armeestelle zu leiten, ihres Generals und versteckt ihre Verteidigung gegen Ninja. Nein. Oh. Nein, du sollst nicht an mir überwachen. Ey. Oh. Mann. Entschuldigung, wenn ich gerade wenig sage, aber das ist so irritierend manchmal. Okay, das wäre jetzt das. Verurteilt und hingerichtet. Was? Unser Agent wurde von einem feindlichen Mitsuki hingerichtet, nachdem er mit Verbrechen gegen das Volk in Verbindung gebracht wurde. Was? Was? Nein! Ach, unser Ninja wurde entdeckt. Nein, wurde von eines anderen Clans entdeckt. Er ist nun wirklich anfällig für die Intrigen feindlicher Agenten. Yoshi, nein! Toll! Emotionale Momokawa. Toll! Menno. Ja. Oh. Errungenschaft freigeschaltet, ein vielversprechender Nun, Anfang. Da unser Eroberungszug erfolgreich war, können wir Shusukabe unseren rechtmäßigen Platz an der Seite der anderen großen Clans einnehmen.
Jeder Clan hat seine eigenen Fertigkeiten und Herausforderungen. Doch alle streben das gleiche Ziel an. Alle träumen von einem vereinten Japan, das von einem einzelnen Shogun regiert wird, dem Anführer ihres Clans. Doch wer wird triumphieren? Tokugawa. Wer ist mächtig genug, Japan zu vereinen und dem Zeitalter des Krieges ein Ende zu setzen? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so, Klane waren da. Auch wenn der Feind tausende von Männern hat, nimm trotzdem Rache. Halte sie dir vom Leib und sei entschlossen, alle zu erschlagen, angefangen beim ersten Mann, dann wirst du die meisten erschlagen. Wie meint er das? Naibishima Naoshige. Ah! Ja, also, das war das Chozokabe Kampagnen-Tutorial. Das hat mich jetzt knappe 2 Stunden abverlangt. Ich glaube, ich werde die Folgen dann geschnitten haben. Entweder in 4:30er Minuten oder 10:20er Minuten. 10:20er Minuten? Nee. Ich glaube 4:30er Minuten. 10:20er, was glaube ich? Eine Stunde besteht aus 60 Minuten, nicht aus 100. 6:20er Minuten. Nee, das sind dann 6 Tage. An dem die Folgen hintereinander raus. Nee, ich mach mal 4:30er, glaube ich. Genau. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt selber was zu Total War Shogun 2 gelernt. Tut mir leid, wenn ich vielleicht wenig geredet habe und mehr überlegt habe. Im Let's Play, wenn es dann so richtig beginnt, habe ich vor, wirklich weniger zu sagen und zweitens mehr zu reden. Oder vielleicht zumindest zu sagen, was ich denke. Aber ja, dazu gibt es mehr morgen oder übermorgen. Je nachdem, wann die Folge, wann die nächste Herausforderung kommt. Und ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Entsprechend eurer Tageszeit, an dem ihr das jetzt schaut. Und tschüss und mögt ihr eure Taten von eurem inneren Ki leiten lassen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, welchen Clan ich für den Anfang auswählen werde.